Hingesetzt, da können wir schon mal, wir haben eine Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Es gibt einen Antrag zu einem nicht öffentlichen Teil von Frank. 15 Minuten. Möchte da jemand noch Informationen zu haben? Das ist nicht der Fall, dann stimmen wir das ab. Wer ist dafür, dass dieser nicht öffentliche Teil von 15 Minuten abgehalten wird? Den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Daniel, danke. Das ist einstimmig. Gut. Dann kommen wir zum. Ja. Nicht öffentlicher Teil sein. Ich habe bekommen. Bitte? Deswegen habe ich auch gezögert. Ich finde das viel zu wenig, viel zu kurz, aber. Ja, ihr hättet ja darüber gerne jetzt reden können. Michel. Es gibt aber auch ich habe einen könnt ihr ein bisschen so mit melden und so? Habe ich schon Michel! Gut. Ja, ist nur einer, ist der Grumpy ist gerade wohl indisponiert, wie er mir schrieb. Ich hatte ihm geschrieben, dass er bitte eine halbe Stunde Strategisches in den NÖ-Teil hinzufügen soll und eine Viertelstunde Verwaltungstechnisches. Da geht's um einen, bei dem Verwaltungstechnischen geht es um einen Brief, einen vertraulichen, den wir alle bekommen haben, wo wir drüber reden müssten. Und bei dem Strategischen geht es wahrscheinlich um das Gleiche wie bei Frank, aber da halte ich eine Viertelstunde für ein bisschen kurz. Aber da packe ich noch eine halbe Stunde drauf. Immer wieder dabei sein. Kannst du den nicht auf den Teil von Frank da noch verlängern? Sagen wir erstmal auf 30? Den ganzen Tag. Ja, draufpacken, war richtig. Dann komm bitte der Bitte nach und mach daraus 45. Vielen Dank. Super. Okay, dann war das ja rechtzeitig angemeldet und lag nur an der Indisponiertheit von unserem PGF, dass das jetzt noch nicht da drin stand. Dann stimmen wir jetzt noch mal, also insgesamt über drei nicht öffentliche Teile ab, wenn es da keinen Diskussionsbedarf gibt, und zwar nämlich einen strategischen Teil von 30 Minuten, einen verwaltungstechnischen von 15 Minuten und neu Franks nicht öffentliche Teil mit 45 Minuten. Gibt es jemand, der dagegen ist, dass wir den nicht öffentlichen Teil so abhalten? Das ist nicht der Fall. Gut, kommen wir zu Top. Enthält sich jemand? Nein, auch nicht, also ist das einstimmig. Kommen wir nun zum Bericht der Pressestelle, das wird, glaube ich, schwierig. Ich war ja gestern wegen Innenausschuss fuhr auch nicht in der Vorstandssitzung. Möchte jemand aus der Vorstandssitzung dazu was sagen? Ich glaube, der Jens hatte da auch eine Mail zugeschrieben. Michel vielleicht? Ja, also wir haben im Moment das Problem, dass beide aus der Pressestelle krank sind. Zu dem, was gestern gelaufen ist, da hat es dann geklappt, noch eine PM rauszubringen zu dem Kölner Thema. Was ansonsten passiert ist, war, dass davor Urlaubszeit war, Ferienzeit war, letzte Woche ist also nicht so viel gelaufen, da gibt es auch nicht so viel zu berichten. Von daher. Fragen, Anmerkungen? Daniel? Ja, ich habe eine Frage bzw. eine Anregung dazu. Ich denke, es ist ja irgendwie üblich, dass wir als Fachabgeordnete darüber Kenntnis haben, wenn unsere Fachreferenten irgendwie ausfallen, krankheits- oder urlaubsbedingt. Ich fände es schön, bei so einer strategisch wichtigen Position irgendwie wie der Pressestelle da zumindest auch kurz eine Info oder sowas dazu zu bekommen. Das spart Rückfragen und so weiter. Ist auch gar nicht irgendwie böse oder so. Frank? Ja, möchte ich mich auf jeden Fall anschließen und wollte fragen, ob es denn schon eine Erkenntnis gibt, wie lange der Zustand dann dauern wird. Jetzt. Gut, da wir jetzt als nächstes dann den Bericht des Fraktionsgeschäftsführers hatten, kann der da vielleicht was zu sagen bzw. reagieren auf den Wunsch. Hartmut, bitte. Leider nicht. Ja, wir haben, also die Pressestelle bis zum 15. ist ja besetzt, das ist also absehbar. Und wir haben gestern, habe ich in Absprache mit Michel, haben wir eine Ausschreibung fertiggestellt. Die habe ich heute eine Stellenausschreibung, die habe ich heute an den Betriebsrat geleitet. Die werden wir heute veröffentlichen. Und es sind einige Gespräche im Gange mit Personen, die vielleicht in Frage kommen.
Das Ausschreibungsverfahren ist heute offiziell eröffnet. Als Pressesprecher erstmal kurzfristig bis zum 21.01. warten wir auf Rückmeldung. Das können wir gegebenenfalls verlängern. Dann müssen wir mal schauen, was kommt. Also im Prinzip ist immer noch Flüsterpropaganda. Schauen, wer jemanden kennt. Und da ist etwas im Gange, aber da können wir im Augenblick noch nichts zu sagen. Weitere Gerüchte? Kannst du direkt anschließen? Ja, ich kann direkt anschließen. Im Augenblick kümmern wir uns ein bisschen um die Struktur der Veranstaltung. Es stehen ja einige fest, es gibt ja auch eine Informationsvorlage, dass wir das möglichst reibungslos organisatorisch hinkriegen, also ein bisschen das Veranstaltungsmanagement intern optimieren. Und zum anderen habe ich mit Grampi zusammen jetzt die ersten Schritte unternommen, dass wir die Zusammenarbeit mit den anderen Piratenfraktionen in den anderen Ländern bzw. im Stadtparlament optimieren bzw. strukturieren und auch in diesem Jahr systematisch angehen. Das ist also ein Feld, was wir uns jetzt für die nächsten Tage vorgenommen haben, dass wir da Termine planen. Das ist ja schon mal in Augenschein genommen worden, dass es Treffen gibt mit anderen Fraktionen, um eventuell Themen zu eruieren, die für die genauso interessant sind wie für uns, um das auch ein bisschen zu optimieren, zu strukturieren, zu konzentrieren. Das ist im Augenblick eigentlich aus der Geschäftsführung alles. Gut, vielen Dank. Hartmut, da gibt es Michelle, bitte. Ich ergänze, um die Frage zu beantworten, der Zustand hält bis Mittwoch an, beziehungsweise heute noch und morgen ist dann wieder einer da und übermorgen. So. Achso, und noch eins, mir ist das gestern auch aufgefallen, dass wenn plötzlich keiner da ist, dass diesen Zustand hatten wir noch nie, dass das sehr ungewöhnlich ist und dass wir das dann auch kommunizieren müssen. Klar, ist einfach gestern erst aufgefallen. Gut, gibt es dazu noch Meldungen? Sehe. Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zu Top 4, Planungsstand, Veranstaltung, Vorlage 1-, nee, oder I- oder 1-. I ist Information. Also Information-1 aus 2016, Informationsvorlage zur Veranstaltung K-Office, KVT und ÖPNV. Erstens K-Office. Wer möchte was dazu sagen? Hartmut auch oder Olli oder... Ich würde einfach mal ganz kurz hier berichten. Also ich habe das mal aufgelistet, weil das jetzt fest liegt, damit man einen Überblick hat. Wir wollen mit dem, also das K-Office bzw. das Außenbüro der Fraktion ist auftragsgemäß, müsste das ab dem 1.2. fertig sein. Aber da wir die letzte Sitzung haben, da kommt das erste Plenum, versuchen wir das genau für diesen Zeitpunkt schon in Betrieb zu nehmen. Das sieht auch ganz gut aus. Wir sind da am Ball, muss noch ein bisschen was gemacht werden. Wir haben da ein Team für eingerichtet, sodass das alles funktioniert, auch mit Außenübertragung und so weiter. Kommunales Vernetzungstreff haben wir ja im Prinzip beschlossen. Jetzt stehen die Termine fest. Ein Termin in der alten Spinnerei in Bielefeld muss noch fixiert werden, aber der Ort ist klar, sodass da praktisch die Jahresplanung eigentlich schon abgeschlossen ist und man das jetzt sozusagen Stück für Stück umsetzen kann, thematisch, inhaltlich. Verkehrswendekonferenz liegt auch fest. Kommen Workshops dazu, da kommt noch eine Veranstaltung nach oben drauf. Ist nicht die einzige, aber die liegt jetzt fest. Nur als Information für die Fraktion, sonst nichts. Frank? Zum K-Office, gibt es da irgendeine Information gestaltungsmäßig zum Beispiel, wie das jetzt aussieht, wie das ausgestattet werden wird? Wir hatten in der Vergangenheit nicht immer so ein glückliches Händchen, sage ich mal, wie das also auch rein optisch rüberkommt, wie man das so präsentiert draußen. Gibt es dazu irgendwas? Also wir haben jetzt ein neues Team da dran, aber also, Vergangenheit meine ich alte Sachen. Also, ja, okay, Entschuldigung, pardon. Wir wollen also jetzt nicht 1000 Claims drauf machen, sondern wichtig ist, dass der Absender, die Piratenfraktion, Landtag NRW, dass das kommt. Wir stehen ja da sehr unter Beobachtung wegen Wahlkampf und was weiß ich, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das heißt, der Adressat wird sehr, sehr deutlich, die Fraktion mit dem standardisierten Logo, so wie es in der Pressestelle vorliegt, und von außen und auch von innen und auch das Zugfahrzeug, sodass der Adressat, wir als Fraktion sind draußen, immer deutlich erkennbar ist. Und dann werden wir je nach Thematik allerdings Möglichkeiten von Aufstellern haben, wo wir dann sagen, dieses Thema, jenes Thema und solches. Wenn der Truck fertig ist, wenn das alles fertig ist, würden wir den auch einfach mal hierher holen, sodass den jeder auch sehen kann. Und jedenfalls wird das mit der Farbe natürlich, mit dem Logo, das alles, was praktisch hier Standard ist, wird das beklebt. Frank?
Also, dass da Fraktionen draufsteht, davon gehe ich jetzt mal aus. Das ist klar, ist ja unser Track. Soll ja auch, muss ja auch so sein, nicht, soll auch so sein. Wir wollen ja da für draußen stehen. Nur gerade, wie das halt umgesetzt ist, das meinte ich jetzt, ist vielleicht, weiß ich nicht, nicht für jeden interessant. Würde mich halt einfach interessieren, ja, bevor also das wenn, wenn das Ding fertig ist, wir haben es jetzt einfach mal in einer kleinen Gruppe so entschieden, nach bestem Wissen und Gewissen, wenn das Ding fertig ist, stellen wir es vor und dann kann auch Kritik geübt werden und man kann beim Kleben, wenn da irgendwie was, irgendwas ganz anders sein sollte, kann man das auch nochmal überkleben. Das ist ja alles für heute relativ einfach. Erstmal würden wir das so machen, wie wir das nach bestem Wissen und Gewissen für richtig halten und stellen es dann vor und stellen uns dann auch der Kritik. Ich sage Oliver. Auch wenn ich jetzt nicht involviert bin, irgendwann mal das Logo gemacht habe, aber ich habe es so verstanden, es wird einfach gebrandet, aber keine, wo glaube ich so ein bisschen die Angst vor besteht, ist, dass man nicht besonders piratisch kreativ rangeht und dann irgendwas rauskommt, was peinlich sein könnte. Das sehe ich aber an der Stelle nicht, sondern die Kreativität soll sowieso bei jeder einzelnen Veranstaltung zum Tragen kommen. Das heißt, man ist dann aufgefordert, je nachdem, ob man wofür das dann eingesetzt wird, an der Stelle kreativ zu sein und dann vielleicht einen Aspekt hinzuzufügen, vielleicht auch optischer Art, der dafür sorgt, dass was ein bisschen besser auffällt oder sowas. Das heißt, man geht an der Stelle nicht ran und sagt, das Fahrzeug an sich muss schon auffallen, dadurch, dass da irgendwie ein großer Löwenkopf drauf ist oder sonst irgendwas. Richtig, ne? So. Insofern bin ich da an der Stelle, finde das alles in Ordnung so. Ja. Wir sind ja am nächsten dran übrigens, da an dem Fahrzeug, so Rating. Ich würde auch, ich habe mal kurz selbst gemeldet, das ist ja jetzt nicht ein Ein-Mann-Durchmarsch von irgendjemandem, sondern da gucken mehrere Leute drauf, da haben sich mehrere Leute Gedanken gemacht, einfach mal machen lassen, vertrauen und abwarten und dann gucken. Nicht schon so, ne? Okay. Frank? Ja, wegen dem Stichwort Vertrauen, das habe ich. Das sollte nicht so verstanden werden, dass ich das nicht habe. Es war einfach die Frage, ob man in den Prozess involviert werden kann oder, aber okay, bin gespannt, was kommt. Und positiv natürlich. Wunderbar, ich sehe dazu keine weiteren Meldungen. Dann kommen wir zu Top 5, Beschlussvorlage zur Kommunikationsplattform Verfassungspiraten. Vorlage B wie Beschluss 2 aus 2016. Bitte, wer möchte dazu was sagen? Kannst du? Das ist... Es ist praktisch die Umsetzung. Wir haben ja den Beschluss gefasst damals, dass wenn wir schon 15.000 Euro in die Kommunikationsplattform, also in die Entwicklung der Software stecken, dass wir dann auch schauen müssen, dass zumindest der Grundtraffic in der Kommunikation also auch angefeuert wird. Und da wurde ja schon festgelegt, dass wir mit Fraktionen in Universitäten zusammenarbeiten. Wir haben das über die juristische Fakultät hinaus erweitert, jetzt in den Vorbesprechungen auf den Bereich Soziologie bzw. Sozialwissenschaften und Philosophie, sodass wir mit dieser Vorlage eigentlich etwas haben, wo wir auf Professoren zugehen können und sagen, wir wollen strukturiert mit euch zusammenarbeiten, wir wollen tatsächlich richtig gute Ergebnisse haben zu bestimmten Themen, was habt ihr vielleicht noch ergänzend dazu zu tun? Und dafür braucht man auch einen Etat, denn die werden jetzt nicht umsonst für uns arbeiten. Das ist also eine Art gutachterliche Tätigkeit, allerdings in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Hilfskräften, an der Spitze ein Professor, der vielleicht auch mit studentischen Hilfskräften zusammenarbeiten kann. Das würden wir jetzt gerne organisieren. Wer das macht, steht drin. Das ist der Gerhard Militzer und der Nico Michaelis. Die haben das ausgearbeitet, das ganze Papier. Und wir würden jetzt gerne auf diese Fakultäten zugehen, natürlich mit der Rückendeckung dieses Beschlusses. Dietmar? Ja, ich finde das gut. Allerdings vermisse ich an dieser Stelle den wissenschaftlichen Input unserer Fraktion. Denn sowohl Nico Michaelis als auch Gerhard Militzer sind in dieser Fraktion für diesen Bereich oder für auch andere Bereiche als wissenschaftliche Kräfte eingestellt. Der Koordinationsaufwand, der sicherlich mit diesen Plattformen, dieser Plattform und auch vielleicht der Koordination von externen wissenschaftlichen Kräften verbunden ist, mag durch Mitarbeiter der Fraktion koordiniert werden, alles wunderbar. Allerdings, wo ist der wissenschaftliche Input unserer wissenschaftlichen Mitarbeiter? Denn die sind hier nicht irgendwie als Koordinationskräfte oder als irgendwie Assistenten oder so, sondern die haben hier wissenschaftlichen Input zu leisten. Wo bleibt er?
Michel. Also der wissenschaftliche Input ist bei den täglichen, gestern hat noch eine stattgefunden, Treffen und Sitzungen der Verfassungskommission. Das, was hier passiert, ist ja nochmal was, was on top ist, was extra ist, wo wir uns hinsetzen und externe Beratung sozusagen holen. Wo wir uns externe Beratung holen und wo insofern ein wissenschaftlicher Input kommt, als die Verbindung und die Ansprache an die Professoren direkt über die beiden gelaufen ist. In diesem Bereich geht es aber jetzt um eine, ich nenne es mal externe Gutachtertätigkeit oder Zuarbeit. Und da sind die beiden natürlich vollkommen, was wissenschaftliche Arbeit geht, natürlich vollkommen raus, weil das ist nicht der Bereich aktuell, der in der Verfassungskommission läuft, sondern das, was darüber hinausgeht. Hartmut? Also das vielleicht noch ergänzend. Also ich selber habe das ja jetzt nur etwas moderiert, diese Vorlage, aber die Verfassungskommission beschränkt sich ja ausschließlich auf Organe. Also der Auftrag der Verfassungskommission ist relativ eng gegriffen. Das ist ein Teil. Das heißt, hier muss auch kommuniziert werden, was ist in diesem in der Kommission passiert, was für Themen wurden behandelt, was für Vorschläge gibt. Das muss ja alles kommuniziert werden mit den Professoren. Was wollt ihr eigentlich? Wo steht ihr? Wo habt ihr ein Interesse? Und darüber hinaus müssen jetzt Themen aufgegriffen werden, die nicht in der Verfassungskommission, so habe ich das jedenfalls verstanden, nicht in der Verfassungskommission behandelt werden, sondern darüber hinausgehend. Also eine möglichst breite Diskussion über die Verfassung und da müssen natürlich die beiden auch ihre Kenntnisse zur Verfügung stellen, nicht nur die Moderationsfähigkeit. Also so habe ich das jedenfalls verstanden und mir schien das auch sehr, sehr schlüssig. Daniel? Ja, ich will den letzten Satz von Hartmut aufgreifen, weil genau so verstehe ich das letzten Endes auch. Dass die natürlich trotzdem ihren wissenschaftlichen Input hier geben und wir uns nicht nur jetzt zu 100% auf externe Sachverständige, sag ich mal, verlassen. Ich würde das mal zusammenfassen als Business as usual, also so wie wir das hier immer irgendwie machen. Also wir holen uns irgendwie externen Sachverstand hier im Landtag über Anhörung, mischen das sozusagen mit unserem eigenen Wissen und bilden uns daraus letzten Endes irgendwie eine Meinung. Wir machen das ja, den anderen Fraktionen ist das egal, was Sachverständige hier sagen, aber wir verfahren ja so. Ich find das gut, habe eine abschließende Frage allerdings, oder für mich abschließende Frage noch, wie ist da der zeitliche Aspekt? Also wenn wir damit, oder ich verstehe das so, dass wir ja noch in dieser Wahlperiode dann gegebenenfalls mit einem Gesetzentwurf reinkommen wollen, damit der abschließend beraten werden kann, naja, da muss der ja, sagen wir mal, im dritten Quartal diesen Jahres eingereicht werden. Kriegen wir das zeitlich alles so weit hin, auch mit dem externen Sachverstand? Also ich denke, die zeitliche Strecke, bis tatsächlich definitive Ergebnisse vorliegen, ist wahrscheinlich September vernünftig. Allerdings ist die Idee ja, dass auf dieser Plattform die Kommunikation so stattfindet, dass da nicht nur 30 Leute sind, sondern dass über diese Universitäten jetzt mal ein Dialog auch stattfindet, wo die Papiere auch erarbeitet werden, von verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden, philosophisch, sozialwissenschaftlich und rechtlich. Und dass nach Möglichkeit über diese Kommunikation auch noch weitere dazukommen. Das ist ja die Idee, dass man einen möglichst breiten Dialog versucht, aber schon mal eine Basis hat, eben mit diesen drei Fakultäten, mit Professoren, mit Studenten. Ergebnisse müssten dann, die könnten auch Stück für Stück vorliegen. Es könnte sein, dass im Juni vielleicht ein Ergebnis vorliegt, wo man sagt, das ist eigentlich schon eine Forderung, die ist fertig, damit kann man rausgehen. Aber bis alles fertig ist, würde ich mal sagen, September spätestens müssen alle Dinge auch abgearbeitet sein, die man auch sich vorgenommen hat. Dietmar. Ich sage ja, ich finde das ein tolles Projekt, finde das hochspannend, kommt vielleicht ein bisschen spät, aber zu spät ist es vielleicht noch nicht. Dennoch, ich habe überhaupt nichts gegen wissenschaftlichen Input von außen, nur bildet dieser wissenschaftliche Input von außen auch das ab, wofür wir hier im Landtag sind, nämlich für den Bürgerwillen. Ich denke, die Fragen, die wir aufgeworfen haben, schon im Wahlkampf, aber auch davor, die Fragen, die auch implementiert sind in unser Wahlprogramm, die Fragen, die unsere ganze Partei, nicht nur der Landesverband, bewegen, seit vielen Jahren, eigentlich seit Gründung der Partei, werden nicht
an Fakultäten, an Universitäten abgehandelt, sondern sind doch in der Regel sehr pragmatische, praktische, bürgernahe Fragestellungen, die wir dann sinnvollerweise und gerne auch mit wissenschaftlichem Input eben in Politik und in politische Forderungen umwandeln und umformen, transformieren wollen, sollen und müssen. Wenn wir das Ganze zu wissenschaftlich aufhängen, wo bitte bleibt da an dieser Stelle die Bürgernähe? Wir hatten im Jahre 2013 ein Projekt, das nannte sich Wir wollen es wissen, oder so ähnlich. Ich glaube, Wir wollen es wissen hieß es. Da sind wir mit Karten in die Öffentlichkeit gegangen, wo Fragen von Bürgerinnen und Bürgern aufgeschrieben werden sollten. Das war jetzt nicht so tierisch erfolgreich. Wir haben diese Fragen aber auch auf öffentlichen Veranstaltungen gestellt und auch dort die Karten verteilt. Ich erinnere mich noch gut an das Maifest des DGB hier im Hofgarten in Düsseldorf, wo wir viele, auch aus der Fraktion und aus der Partei, in sehr direkter Ansprache mit Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt waren, um genau das auch zu hinterfragen und haben dafür auch Antworten bekommen. Die Antworten waren eher spärlich, muss ich sagen, weil viele Menschen sagen nur, also wir wählen euch ja und ihr macht das schon irgendwie und wir wählen das auch vor dem Hintergrund des Programms, welches ihr uns vorschlagt als Angebot. Und wie gesagt, Wissenschaft, ja, ist eine feine Sache, um bestimmte Dinge, Fragestellungen, die Bürgerinnen und Bürger haben, zu unterlegen, gegebenenfalls auch zu evaluieren etc. pp., um daraus gegebenenfalls dann politische Antworten in Zusammenhang mit den Fragen, die die Bürger haben, zu formulieren. Wenn das nicht stattfindet, muss ich ganz ehrlich sagen, laufen wir ein bisschen an unserer Programmatik und an dem, was wir eigentlich wollen, vorbei. Und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, so isoliert die ganze Geschichte aufzubauen vor dem Hintergrund eines wissenschaftlichen Gutachtenformats, halte ich das für ein bisschen zu wenig. Da muss etwas Begleitendes her, etwas, was eben auch die Menschen in diesem Lande aufgreift. Und das kann unmöglich über die Wissenschaft funktionieren. Das muss direkt bei den Menschen stattfinden. Nico. Ja, danke. Ich hatte jetzt ein bisschen der Zeitplan interessiert. War jetzt Ende dieses Jahres, hattest du sozusagen ins Spiel gebracht. Da wollte ich rückfragen, wie lange läuft die Kommission denn eigentlich und wann soll der Bericht vorliegen? Und wann war denn die letzte Sitzung und wann kommen die nächsten Sitzungen? Weil laut Landtagsseite und der Kommission, die sich ja sehr transparent gibt, war der letzte Termin Mitte Juni letzten Jahres und weitere Termine fanden nicht statt und sind auch nicht angekündigt, also für das gesamte Jahr 2016. Das wäre ganz sinnvoll zu wissen, bis zu welchem Zeitpunkt wir dann überhaupt noch Input in den Prozess reingehen können. Michel. Oh, ich beantworte zunächst die Frage von Nico. Ja, es gab keine Termine, richtig. Seitdem ist diese Verfassungskommission auf den Modus intransparent gestellt worden und jetzt wird geklüngelt. Und das passiert jetzt seit einem halben Jahr. Das ist erst mit den Obleuten passiert und wird nächste Woche, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, gibt es ein Treffen der Vorsitzenden, die sich nochmal zusammensetzen, weil jetzt wird alles, was politisch irgendwie strittig ist, ausdiskutiert. Öffentlich ist da leider gar nichts mehr. Alles, was eingegangen ist, wird auch noch diskutiert, also verworfen ist da noch nichts. Das heißt, all das, was in diesen lustigen Körben drin ist, ist auch weiterhin in der Diskussion, aber in der Öffentlichkeit wird da nichts verlautbart, wer, wie, warum, weshalb, wieso. Soweit dazu. Das prangern wir auch, aber das nützt ja leider nichts. Wenn die keine Sitzungen ansetzen, dann sind wir da sehr alleine. Jetzt zu diesem wissenschaftlichen wissenschaftlich versus bürgernah sehe ich gar nicht, Dietmar, und du hast gerade auch das richtige Beispiel gebracht. Wir haben natürlich auch eine Postkartenaktion gemacht. Wir haben natürlich auch jetzt den Anspruch, mit dem K-Office rauszugehen und Politik bürgernah zu machen. Ich finde, es ist überhaupt gar kein Gegensatz, sich hinzustellen, zu sagen, wir machen jetzt auch mal was, wo wir uns externe Expertise holen. Es ist ja nicht so, dass hier über irgendwelche Probleme geredet werden soll, die
die aus dem Nichts kommen, sondern, und das sagt ja auch der Beschluss oben, es geht im Grunde genommen ja auch um die Themen, wo wir immer gesagt haben, da müssen wir die Politik mal verändern. Und wir wollen jetzt einfach gucken, wenn es Punkte gibt, wo wir dann an die Verfassung ran müssen, wie können wir das machen? Und zwar nicht mit unserem Pseudo-Juristendeutsch, wo wir uns irgendwas ausdenken, wie die Verfassung aussehen könnte. Und ich sage das auch in Richtung unserer hier anwesenden Juristen, dieses Verfassungssprech ist nochmal anders als das, was sonst im Juristischen passiert. Das mussten wir da auch sehr schmerzlich erfahren. Und wir haben ja Vorschläge und wir haben ja Ideen und wir haben ja gesagt, wir könnten das und das streichen und wir könnten hier und hier was umformulieren. Und wenn man dann aber Leute dran setzt, die sich wirklich mit diesem Verfassungsrechtsdeutsch auseinandersetzen, dann sieht man einfach, die denken das nochmal völlig anders und die haben ganz andere Zusammenhänge. Und deswegen macht es meiner Meinung nach total viel Sinn zu sagen, wir haben im Grunde genommen unsere Ideen, die kommen aus dem Bürgernahen sozusagen. Und jetzt werfen wir euch das vor die Füße und sagen, schnappt nach dem, was ihr seht, was man in der Verfassung ändern könnte und ändern müsste. Und macht uns daraus ein Paket und das bringen wir dann wieder ein. Ja, ich wollte es auch nochmal in die gleiche Richtung. Es ist ja nicht so, dass wir uns da jetzt ein Gutachten holen und nehmen das Paket und werfen das hier rein, sondern selbstverständlich schauen wir, was bringen denn die Gutachten und inwieweit transportieren wir das mit unseren Gedanken und Ideen oder auch passend dazu eben dann wieder ins Parlament beziehungsweise zu den Bürgern. Und wir nehmen ja nicht das zugebundene Paket und reichen das ungesehen weiter. Also warte auch erstmal ab, was dann kommt. Daniel. Hab ein bisschen Vertrauen. Ist wie mit dem Auto. Also, das finde ich alles gut, ist alles gesagt. Zeitlich, ich glaube, das kann recht knapp werden, auch um das dann alles unter einen Hut zu bringen. Aber gucken wir mal, können wir ja eh nicht ändern. Ich frage mich aber, also nach Michels Statement jetzt gerade, ich frage mich, warum wir noch in dieser Verfassungskommission sind. Das mag ein anderes Thema sein. Ich sag mal, breche ich mein Statement an der Stelle ab und bitte einfach darum, dass wir das nächste Woche mit auf die Tagung, auf die Tagesordnung nehmen. Kann ich auch gerne einen schriftlichen Antrag vorbereiten, dass wir halt aus dieser Verfassungskommission lautstark. Ja, weil ich. Also Moni, vielen, vielen Dank. Ich hab halt auch nicht mehr alle 1000 Beschlüsse, von denen wir schon bestimmt 150 umgesetzt haben, im Kopf. Also, weiß nicht, wenn es da sogar einen Beschluss gibt, dann weiß ich nicht, wo es hapert. Dann müssen wir es halt auf die Tagesordnung packen. Dazu sollte in der Tat Kurso da sein. Deswegen habe ich mein Statement an sich jetzt dazu verkürzt. Hartmut. In der Verfassungskommission, wie lange das dauert und mit diesem Projekt, wie das zusammenhängt. Als das Projekt bei mir auf den Tisch kam, habe ich auch gefragt, wie lange dauert denn eigentlich die Kommission? Die ist doch vielleicht im März schon zu Ende. Warum dann also sozusagen noch die Plattform? Aber da habe ich verstanden, dass es darum geht, dass man unabhängig von der Verfassungskommission diese Verfassungsfragen einfach in die Öffentlichkeit tragen wollte. Dass man hier eine Plattform macht, unabhängig davon, ob jetzt im März oder im April, so habe ich das verstanden, die Kommission aufhört, dass man den Dialog mit Blick auf digitale Revolution, die Verfassung ist von 1950, die ist sozusagen aus einem ganz anderen Zeitalter, dass man diesen Dialog weiterführen wollte. Das war die Grundidee. Dann habe ich da wieder einen Sinn drin gesehen, sonst hätte ich genauso argumentiert, wie du sagst, ist doch sowieso im März vorbei, warum soll man da jetzt noch so ein Projekt heben? Dann hätten wir auch damals nicht die Investitionen in die Plattform finanzieren sollen. Also so habe ich das jedenfalls verstanden, dass das unabhängig ist von der Arbeit der Kommission, sondern ergänzend dazu ist und auch erweiternd. Frank? Ja, nicht unabhängig, sondern ergänzend und aufbauend, so in der Richtung. Insofern, ich verstehe zwar deine Vorbehalte, Dietmar, unterstütze die irgendwo auch, trotzdem sehe ich auch den Punkt, dass wir gar nicht mehr so viel Zeit haben, hier Dinge umzubauen. Ich vertraue dann mal auf das Konzept, was dahinter steht und gehe auch davon aus, dass ich hier aus dem Haus natürlich weiter Beteiligung dazu geben wird. Nicht, dass sie jetzt hier nichts mehr machen.
Aber auch ganz kurz zum Punkt, was Michel gerade vorgetragen hat, Verfassungskommission, da sollten wir vielleicht wirklich nächste Woche drüber reden, wobei hier wollte ich eigentlich nur mal fragen, ob es denn nicht ein Forum gibt, ob man nicht mal einen Bericht machen kann auf dem Blog zum Beispiel über den Status. Weil hier wird die Öffentlichkeit der Kommission immer so nach vorne getragen und gesagt, hey, ganz toll, dann bietet sich doch mal an, unsere Sicht der Öffentlichkeit oder wie einfach der Status ist, das mal ein bisschen zu verbreiten, einfach mal drüber zu reden, würde ich mal anregen wollen. Ja. Dietmar. Ja, ich verkenne wirklich nicht die hehren Ziele dessen, was hier gemacht werden soll. Wir sollen jetzt vor dem Hintergrund dieser ganzen Beschlusslage eine neue, so sage ich, nenne ich das jetzt mal, eigene, anders aufgebaute Verfassungskommission machen. Eine Verfassungskommission, die das, was möglicherweise als nicht optimal gelaufen, aufgrund der Landtagsusancen, das, was vielleicht versäumt worden ist, das, was vielleicht noch aussteht, ergänzen oder gar ersetzen soll, zu einem Zeitpunkt, an dem feststeht, das Ding ist eigentlich aus unserer Sicht gescheitert. Mit unserem Anspruch sind wir im Rahmen dessen, was die Verfassungskommission hätte leisten können, aus unserer Sicht, gescheitert. Wir haben ein Budget bezogen auf die Verfassungskommission, welches, wie wir schon auch noch zu Zeiten von Harald in einer sehr emotionalen auswärtigen Sitzung diskutiert, nicht ausgeschöpft haben, nicht ausgeschöpft hatten. Personalkosten etc. pp. Wo ein enormer Überhang von ein paar 10.000 Euro verbucht war, der nicht abgerufen, nicht ausgeschöpft worden ist, wo es eben auch darum ging, zum Beispiel Gelder an den Landtag zurückführen zu müssen. Nun haben wir die Situation, hey, da ist doch Geld. Da können wir doch mal was für die Verfassungskommission einsetzen und da können wir doch mal eine Aktion machen. Ja, vor 3 Jahren. Punkt. Nicht heute. Ganz ehrlich, nicht heute. Nicht im Januar 2016. Ich bin der Auffassung, dass, wenn das denn alles mal so anlaufen soll oder angelaufen sein wird, wir etwa Mitte des Jahres haben, ob wir die Professoren alle dazu gewinnen und die ganzen Fakultäten und wenn die dann mal irgendwie ans Laufen kommen und wie wir das dann auch innerhalb der Fraktion abbilden, da habe ich so ein paar Fragezeichen, die ich noch gar nicht ausformuliert haben kann. Aber ich bin der Auffassung, dass wir hier als Fraktion uns darüber einzeln auch inhaltlich im Klaren sein sollten, wo hier der Zug langläuft. Das kann nicht sein, dass irgendwie ein, zwei, nichts gegen die Person, nichts gegen deren fachliche Reputation, zwei Referenten unserer Fraktion hergehen und jetzt hier die Geschicke einer Verfassungsplattform steuern. Irgendwie so ein bisschen am Programm orientiert, irgendwie so ein bisschen an unseren Ideen orientiert. Nee, wir sind diejenigen, die hier sagen müssen, wo es langläuft. Und wenn wir sagen, wir brauchen dafür wissenschaftlichen Input von außen, dann holen wir uns den. Und dann formulieren wir das entsprechend. Nee, das machen wir nicht. Entschuldigung, das machen wir nicht. Sondern hier findet auf einer Diskussionsplattform soll irgendwas stattfinden, was die Fraktion nicht macht. Ja, wie? Ist doch so. Nein, darum geht es doch. Nee. Ich habe nicht gesagt, dass die Mitarbeiter beschließen. Ich habe gesagt, die machen das. Aber das ist doch nicht das, was wir machen. Das ist doch unsere Aufgabe. Es ist doch unsere Aufgabe, das hier, den politischen Willen, wessen auch immer, entsprechend umzusetzen. Und wenn wir dafür einen wissenschaftlichen Input brauchen und eine wissenschaftliche Grundlage brauchen, von mir aus in Verfassungssprech, wie du das eben so nett ausdrücktest, Michel, dann holen wir uns das. Dann holen wir uns das in Form von Referenten, dann holen wir uns das in Form von Gutachten, dann holen wir uns das möglicherweise sogar in Form der Formulierung von verfassungsändernden Gesetzen und so weiter und so fort. Punkt. Aber doch nicht so, Leute. Und nicht heute. So, ich mache darauf aufmerksam, dass jetzt auch die 15 Minuten rum sind, aber ich habe eh nur noch einen auf der Rednerliste, das ist der Nico, bitte.
Danke, Simone. Ich versuche mich kurz zu fassen. Natürlich, es steht grundsätzlich, spricht nichts dagegen, sowas aufzusetzen. Nur Dietmar hat insofern auch recht, wir müssen uns hier auch selber darüber klar sein, was wir wollen, uns den Input dann holen und den dann mit unseren Vorstellungen abgleichen und dann vielleicht anpassen, wenn Änderungsbedarf besteht. Soweit so klar. Nur geht es hier, da hat Dietmar auch darauf hingewiesen, um doch erkleckliche Summen. Und dann müssen wir natürlich sehen, dass wir darstellen können, dass das sinnvoll investiert ist. Da können wir sagen, okay, sich Input einzuholen ist immer eine sinnvolle Sache. Da kann man mit Augen zu noch ein Häkchen dran setzen, auch wenn der Abliefertermin quasi nach dem Ende der Verfassungskommission liegt. Aber was nicht passieren sollte, ist, dass das uns auf die Füße fällt, insofern, dass es einen negativen Effekt hat, also dass nicht gesagt wird, oh toll, wir können uns einbringen, beim Publikum sage ich jetzt mal, dass das Publikum sagt, toll, wir können uns einbringen, das wäre der gewünschte Effekt, aber fühlen die sich da nicht ein bisschen an der Nase rumgeführt, wenn, ich sage mal, wenn wir jetzt tatsächlich Studenten da dran setzen, die machen das im Rahmen eines Semesterarbeit, eines Seminars oder so, bekommen dafür auch dann vielleicht eine Note, hängen sich da rein und der Professor aggregiert das dann und stellt es uns vor oder die diskutieren das dann in dieser Plattform, aber kriegen doch dann definitiv mit, weil da sprechen wir jetzt ja mit Fachpublikum und die wissen ganz genau, was hier verfassungstechnisch abläuft, dass der Termin schon längst gefallen ist, dass die Entscheidung da schon die Deadline war und die sagen, ey Leute, wir arbeiten hier quasi für die Tonne, klar zum Bespaßen einer Partei oder einer Fraktion, damit die sich ein Bild malen kann, aber wir haben doch hier sozusagen angefangen zu arbeiten unter der Voraussetzung, wir haben hier irgendeinen Input auf die Verfassungsänderung und ich weiß nicht, ob wir das so kommunizieren können, dass uns das dann tatsächlich einen positiven Effekt bringt, sondern hier tatsächlich die Gefahr besteht, dass das nach hinten losgeht. Da bin ich mir also, weil auch der Fahrplan ja sehr intransparent ist und ich jetzt nicht sagen kann, so, da ist das, wann haben denn die Hohen Herren entschieden, dass da der Sack zugemacht wird und wann ist denn da ausgekungelt worden, zu welchen faulen Kompromissen man bereit ist, das ist alles nicht klar und auf so einem sandigen Grund, sich hier auf einen Terminplan mit erheblichen Finanzwirkungen einzulassen, das halte ich für sehr riskant. So, Moni, und dann noch mit klareren Worten zum Abschluss Michelle, sonst lasse ich da nochmal neu abstimmen über die Diskussionszeit, bitte. Hat sich erledigt, dann bitte Michelle. Also ich habe nur zwei Sachen. Vielleicht ist das von der Grundlage her nicht deutlich, obwohl ich das aus dem Text rauslese, der vor dem Beschluss steht. Es geht nicht darum, dass die Studenten Input liefern zur aktuellen Verfassungskommission, sondern weil die ja sehr beschränkt ist, sowieso auf diesen dritten Teil der Verfassung, sondern dass wir die Fragen, die wir generell haben, die stehen auch oben, wie sieht es aus mit BGE, wie sieht es mit veränderter Arbeitswelt aus, bla bla bla, es steht alles oben, dass wir diese Fragen auch nochmal da reinkippen und dass wir sagen, was müsste denn auch in den anderen Teilen, also was müsste in der Gesamtbetrachtung der Verfassung geändert werden. Also es ist gar nicht die Prämisse zu sagen, liebe Studenten, ihr könnt jetzt hier in der Verfassung, also was ihr jetzt hier einbringt, wird automatisch in die Verfassungskommission gekippt und wird automatisch in die Verfassung kommen oder im Landtag diskutiert oder was auch immer. Sondern es geht darum, dass wir einen Gesamtblick auf die Verfassung bekommen, was hätte man oder was müsste man ändern. Den Teil, den wir benutzen können für die Verfassungskommission sicherlich, den kann man sich da rausziehen. Das ist das mit diesem externen Input, wo wir dann entscheiden, was machen wir damit. Aber es gibt natürlich auch andere Teile, die betrachtet werden, na ja gut, die sich eben nicht auf diesen dritten Teil beziehen, sondern die sich generell auf den Rest der Verfassung auch beziehen. Und da ist gar nicht die Prämisse zu sagen, so, pass mal auf, liebe Studenten, ihr könnt euch hier einbringen, sondern da wissen die von vornherein, es geht darum, dass wir sagen als Fraktion, man hätte grundsätzlich die Verfassungskommission viel größer aufhängen müssen und das ist jetzt unser Vorschlag, das ist jetzt unsere Idee zu sagen, okay, wir machen diese Diskussion, die sehr beschränkt im Landtag gelaufen ist, auf. Ihr könnt auch über diesen dritten Teil diskutieren, vielleicht übernehmen wir davon auch noch was, sofern das denn funktioniert, aber im Grunde genommen ist es eine große Plattform, um darüber zu diskutieren, wie müsste eine moderne Verfassung für Nordrhein-Westfalen aussehen. Punkt 1, Punkt 2, wir haben die Plattform schon beschlossen. Also hier geht es nicht mehr darum, die Plattform aufzusetzen, die gibt es schon. Hier geht es nur noch um den Input zu der Plattform. Den Beschluss zu der Plattform haben wir schon getroffen, das ist schon 3 Monate her. Nee, die haben wir hier beschlossen, Dietmar.
Und der dritte Punkt ist, und das ist halt der unsichere Part, wir haben noch keine Ahnung, wann die Verfassungskommission zu Ende ist. Also März, April wurde gerade genannt, da glaube ich persönlich noch bei weitem nicht dran, aber sei es drum. Ja, das ist eine grundsätzliche Diskussion, wie wir mit der Verfassungskommission umgehen. Klar, können wir auch gerne, aber bitte, wenn Toso da ist, dann darüber reden. Ihr habt dem Dietmar auf eine andere Frage geantwortet. Also ist verantwortlich weiterhin Toso und Michel, so wie es bislang ist. Das ist die. Also Dietmar hat ja einen bösen Hintergrund da. In seinem Kopf, das möchte ich ihm jetzt nicht nehmen, aber dann will ich einfach festhalten, dass weiterhin für die Umsetzung bis zu einer Beschlussvorlage Toso und Michel dafür verantwortlich ist und dann natürlich beschließen wir als Fraktion irgendwas, dann sind wir gesamtverantwortlich dafür, das ist ja klar. Dirk. Vielleicht noch mal ganz kurz darauf. Also Daniel, ich habe bis jetzt noch nicht erlebt, dass wenn sich irgendjemand an irgendeinem Arbeitskreis beteiligen wollte, dass dann gesagt wurde, nein, du darfst es nicht. Nee, das so. Ist egal. Es geht nur darum, wenn du dich daran beteiligen möchtest, dann gehst du zu Toso, gehst zu Michel und sagst, ich mache auch mit und dann machst du mit. Also da war noch nie ein Problem. Gut, könnt ihr vielleicht beim Kaffee darüber reden, wer da alles mitmachen will und dann vielen Dank. Wird schon ganz ruhig. Wir kommen zu Top 6. Beschlussvorschlag, ach so, zur Änderung der Finanzordnung der Piratenfraktion im Landtag NRW, Vorlage B03/2016. Achtung, Zweidrittelmehrheit ist notwendig. Deshalb ist das Ding auch schon wieder hier, ne? Doch, 12. So, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Gibt es das Bedürfnis, dass sich das jemand noch mal durchlesen will, noch mal vorgelesen bekommt oder darüber noch mal diskutieren will? Frank. Ich wollte nur für alle sprechen. Ich habe es also dreimal gelesen. Du kannst hier nicht für alle sprechen. Okay. Ich finde es gut. Okay. So. Weitere Wünsche, Meldungen liegen nicht vor. Dann kommen wir direkt zur Abstimmung. Was? 12 brauchen wir. Zwei Drittel sind 12. Die müssen alle zustimmen. 12, wir sind 13. Nur ein Plus. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer für die Änderung der Finanzordnung in der hier vorgelegten Form ist, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Ja, aber es ist ja, wäre ja auch Schwachsinn, das abzulehnen, oder? Das entscheide ich lieber selber. Gut, wer ist dagegen, die Finanzordnung in der vorgelegten Form zu ändern? Wer enthält sich? Dann darf ich bekannt geben, dass die Finanzordnung mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit der Fraktion geändert wird. Vielen Dank. Er steigert für 375 Euro. Genau. So, wir kommen zu Top 7 schon. Vorbereitung der Plenarsitzung. Hä? Kann da bitte mal das PGF-Büro in seiner Gesamtheit was zu sagen? Ja, der Zeitreiseantrag ist noch nicht durch.
Okay, also Top 7, Nachbereitung der letzten Plenarsitzung. Die war am 17., 18. Dezember, so eine Ecke, nee, 16., 17. Dezember. Und ich habe eine Meldung von Daniel. Ich habe vorhin nur überflogen, das Vorstandsprotokoll. Ich fürchte, ihr habt ja auch über künftige Anträge geredet für das jetzt kommende Plenum. Ich glaube, dass das kein Copy-and-Paste-Fehler ist, dass dieser Punkt hier drauf ist und wir sehr wohl darüber sprechen können, welche Anträge denn für den nächsten Antragsdienstag hier geplant sind. Antragsschluss 19.01. bedeutet ja, glaube ich, dass jetzt Freitag Antragsschluss fraktionsintern ist. Das heißt, wir haben schon was. Ich vermute mal, dass es irgendwie darum geht, zu überprüfen, was kommt denn da von uns. Weiß ich aber nicht. Ich glaube, dass wir das schaffen, vielleicht in der Reihenfolge erst Nachbereitung und danach Vorbereitung, beide Punkte, sowohl als die alten Plenartage als auch die kommenden Plenartage, jetzt in dieser Runde zu besprechen, ohne dass wir jetzt großen Tagesordnungsfuhr machen. Dietmar und dann Michel. Nachbereitung, Doppelpunkt. Ich weiß nicht, ich hatte das, glaube ich, auch schon mal irgendwo geschrieben, aber bin auch, obwohl ich ja in der letzten Plenarsitzung krankheitsbedingt nicht anwesend sein konnte, quasi bis zum letzten Tag auch in die Vorbereitung gerade auch der großen Haushaltsrede eingebunden gewesen. Da an dieser Stelle nochmal allen Referentinnen und Referenten, insbesondere auch denen vom HFA-Team, meinen allerherzlichsten Dank für die teilweise überobligationsmäßige Tätigkeit und Bereitschaft, bis hier teilweise tief in die Nacht und die Nächte durch gearbeitet zu haben. Das ist sicherlich etwas, was auch angesichts der allgemeinen Stimmung in der Fraktion ein besonders bemerkenswerter Aspekt sein dürfte. Und dafür nochmal meinen herzlichen Dank. Und Michel, danke auch für deine Performance im Rahmen dieser Rede. Danke. Ja, dann der Gelobte direkt als Nächster. Ja, was zu der Vor-Nachbereitung, wir haben jetzt schon gesagt, das kriegen wir beides hin. Bei der Vorbereitung fürs nächste Plenum ging es noch um was anderes. Das möchte ich noch eben ergänzen. Es ging vor allen Dingen darum, dass wir planmäßig ja in 2 Wochen mit dem ersten Termin des Car-Office draußen sind und dass wir gesagt haben, wir wollen dazu natürlich über Politik diskutieren und wollen dann natürlich ja auch was Vorbereitetes haben. Also eigentlich war die Idee, heute schon über, also ein Thema festzulegen, darüber diskutieren wir jetzt mal so. Und dann haben wir gesagt, nee, vielleicht doch nicht so gut, vielleicht wäre es besser, wenn man sich vorbereiten könnte auf so ein Thema, dass wir das ein bisschen vorher festlegen. Das vermischt sich, ich habe gerade auch das Protokoll auf, es vermischt sich so ein bisschen mit der Diskussion über die Tagesordnung 0. Also der Gedanke war, wenn wir etwas am 26. ist das, wenn wir am 26.01. etwas nach draußen streamen, dann sollte ein guter Teil davon Politik sein und dann sollten entsprechend auch Themen festgelegt werden. Und ja, das können natürlich und sollen natürlich auch Themen sein, die wir dann im nächsten Plenum besprechen, damit das auch irgendwie Sinn macht und wir nicht im luftleeren Raum diskutieren. Nichtsdestotrotz könnten wir jetzt mit der Nachbereitung einfach weitermachen, meiner Meinung nach, und dann uns über diese Tagesordnung 0 nochmal unterhalten und darüber, das fragt ja auch der Olli sehr gerne ab, was man denn so in Planung hat gerade fürs nächste Plenum. Grumpy. Das mit dem, was man so in Planung hat, wäre das, was ich dann selber gleich in der nächsten Runde für die Vorbereitung abklopfen wollte. In Bezug auf die Nachbereitung wollte ich auch nochmal das aufgreifen, was Dietmar gesagt hatte, das hatte ich auch gestern in der Referentenrunde, wollte ich das nur kurz ergänzen, schon bereits auch angesprochen und mich da auch bei allen bedankt. Interessant finde ich halt, dass wir mit unserem Gesamtaufschlag zum Haushalt, welches definitiv in meinen Augen zum einen natürlich die größten Arbeitsaufwand, zum anderen aber auch den größten Aufschlag auch innerhalb der eigenen Reihen mit verursacht hat, tatsächlich auch den internen Diskurs in der Partei mit positiv befeuert. Ich habe von mehreren Seiten auch tatsächlich gehört nach dem Motto, man nimmt jetzt einfach mal andersrum. Wer immer wissen möchte, was die Piraten so eigentlich für ein Gesamtkonzept sich andenken könnten, dies ist definitiv eines der besten Beispiele. Man nimmt einfach Michels Rede und führt die mal jemandem vor. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist so ziemlich genau das, wo ich ja dann halt auch nochmal sagen möchte, Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ich sehe jetzt, ist das jetzt eine Vorbereitungs- oder eine Nachbereitungsmeldung? Dann haben wir eine überleitende Meldung von Oliver. Nachbereitung will ich nicht zu breit treten, aber es kam zwischendurch mal wieder die Sache auf, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Entschließungsantrag und welchen Stellenwert hat er? Und wie ist der überhaupt entstanden? Und ich finde es gut, dass es einen Antrag gibt, wo man sagt, okay, da haben wir ein Vorbild und daraus können wir was ziehen. Und das ist jetzt unsere Sache, das ist so ein kleiner Leitfaden auch. Möchte aber darauf hinweisen, dass zu Recht auch Leute sagen dürfen, nur weil es nicht im Antrag steht, heißt das nicht, dass wir es nicht machen, oder auch der Antrag ist jetzt nicht unsere große Leitlinie, weil in dem Pad zum Beispiel, wo Sachen gesammelt wurden, standen viel, viel mehr Dinge drin, als nachher im Antrag landeten. Und das war auch in der Kürze der Zeit, wo dann der Antrag aus dem Pad entstanden war, bis zur Rückmeldung jetzt nicht weder möglich noch Anspruch zu sagen, als Abgeordneter, warte, aber hier steht ja zum Beispiel der Aspekt sowieso gar nicht drin, beziehungsweise da ist ein ganzer riesiger Teil ausgelassen worden. Also es geht nicht um einzelne Absätze, sondern um richtig viel Material, was nicht übernommen wurde. Das ist auch nicht schlimm, weil es war in diesem Fall auch aus Sicht mehrerer Abgeordneter ein Haushaltsantrag, wie hier zum Beispiel Toso, der heute nicht da ist, das auch mehrmals erwähnt ist, doch ein Haushaltsantrag. Ich möchte deshalb nur vorbeugen, aus beiden Richtungen, weder sollten wir den Antrag sagen, das ist jetzt die einzige Leitlinie, die wir haben, noch sollten wir sagen, der Antrag ist doch nicht wert, ist doch nur ein Haushaltsantrag, der zählt gar nicht, sondern der darf gerne so lange als ein bisschen so ein Leitdokument dienen, wie wir nicht einfach gesagt haben, wir machen jetzt aus dem Material, was wir da gesammelt haben und vielleicht zusätzliches Material von mir aus auch noch, bauen wir nochmal sowas Ähnliches zusammen. Daran hindert uns ja keiner. War mir an dieser Stelle wichtig zu sagen, weil ich schon gemerkt habe, dass da manchmal zu einer Dissens auch über die Weihnachtsferien kam. Und zum Ausblick, ich würde gerne von Grumpy wissen, ob er schon irgendwo verlautbaren hat, ob es denn überhaupt 3 Plenartage sind, einfach aus organisatorischen Gründen. Und ich selbst hätte eigentlich gerne in Zusammenarbeit mit Marie und anderen noch ein zum Thema Flüchtlingsunterkünfte und Verteilung in die Regionen einbringen wollen, ob das jetzt tatsächlich noch klappt oder aus Gründen des gesundheitlichen Ausfalls letzter Woche vielleicht dann doch nicht, werden mal sehen. Wir haben jetzt nur noch bis Freitag Zeit. Ich fände es auch nicht schlecht, wenn wir kurz uns darüber abstimmen, wie es mit dem BGE-Antrag aussieht oder da mal ein Inhaltsupdate kriegen. Ich persönlich gehe jetzt erstmal davon aus, dass wir den noch nicht im Januar stellen. Aber das ist nicht meine Sache, nicht meine Baustelle. Ja, vielen Dank. Dann würde ich jetzt mal an Grumpy weitergeben, weil der wollte ja eine Abfrage machen und ich würde dich auch bitten, dass du mal kurz übernimmst. Danke. Vielen Dank, Simone. Ich übernehme dann auch kurz gerne. Ich gehe dann mal auf die Überleitung von Creon direkt ein. Ich habe mit der Tagesordnung 0, wo wir ja von uns kommt ja der Datenschutzantrag für Schulen zurück und wird dann abschließend im Plenum behandelt. Ob es jetzt 2 oder 3 Tage sind, ich habe noch keinerlei Rückmeldungen von den anderen Fraktionen. Auch diese haben heute zum ersten Mal seit dem Jahr 2016 ihre regulären Fraktionssitzungen. Was dort vorbereitet wird, kann ich schlecht wissen, weil ich gerade hier bin. Und von daher, mir wurde, was das angeht, noch nicht signalisiert, in welcher Menge dort Anträge entwickelt worden sein könnten. Wir selber hatten ja gestern unsere Referentenrunde. Wir hatten ja auch ein bisschen Diskussion zwischen den Feiertagen, wie wir ja sehen konnten. Und entschuldigt mal gerade, ich muss mal kurz pausieren. Ich habe hier so ein 10-Euro-Sparpaket laufen von Michelle, der jetzt anstatt die Seite zu schließen,
Welche Seite? Wie läuft das mit dem Timer? Ist das immer ja. 10 ja. Mach den Rechner aus, was auch immer. Ich bitte die technische Unzulänglichkeit kurz zu entschuldigen. Du hast es gesehen, es hat geleuchtet, es war aus. Man kann dann auch immer versuchen, sich zu rechtfertigen, auch wenn Michel recht hat, ist es natürlich... auch wenn es leuchtet und aus ist. Ja. Nun denn. Touch my tralala, du bist schuld. Ich würde sagen, das ist schon so ein Sonderwald. Ich wollte, woran Uli Hahn gestorben ist. Ja, so. Also wir waren uns hier einig, dass das ein Profi war. Darf ich die Versammlung kurz bitten, dann wieder zur Ruhe zu finden? Wäre ich euch sehr dankbar. Also wir hatten gestern mehrere Aspekte in der Referentenrunde angedacht, andiskutiert. Keine Sorge, wir haben da jetzt nicht irgendwas Wildes über eure Köpfe hinweg beschlossen. Ich habe dann noch mal Rücksprache gehalten, auch mit dem Landesverband. Es findet ja Ende Februar eine... zum Beispiel, was den Themenbereich BGE stattfindet, finden die BGE-Wochen auf Landes- und zum Teil auch auf Bundesebene statt. Von daher war auch gestern in Rücksprache mit der Bundespressestelle die Überlegung, ob man dann halt für das Februarplenum diesbezüglich mit etwas längerem Vorlauf etwas vorbereitet. Dann aus der Lameng heraus war entstanden aufgrund der Situation von Silvester und der bis dato kaum stattgefundenen Diskussion über den Opferschutz, inwieweit man sinnvoll kurzfristig einen losgelösten Antrag machen könnte in dem Bereich Opferschutz, egal wie er inhaltlich ausgestaltet ist, um dann tatsächlich für mittelfristig sinnvolle politische Anträge mit diesen Schwerpunkten, beispielsweise Opferschutz, auch in Bezug auf das frisch gestaltete Haushaltsjahr 2016, denn alle diese Maßnahmen werden ja eines, nämlich Geldkosten, direkt mit einbeziehen kann. Das waren so grundsätzliche Überlegungen. Jetzt war obendrein, kommt bei uns ja noch die Flüchtlingskonferenz oder die Helferkonferenz wieder mit dazu, auch inhaltlich, thematisch. Ich denke mir, auch dort werden dann wieder Anträge entstehen, unter anderem auch in dem Bereich Bauen, denn dieser Themenbereich wird ja auch auf der Helferkonferenz behandelt werden. Das sind so mehrere kleine Teilaspekte. Von daher würde es mich natürlich freuen, wenn ihr zwischen den Tagen schon für euch irgendwelche Themen ausgemacht habt, eventuell auch den Referaten noch nicht kommuniziert habt, dies dann jetzt entsprechend zu tun. Gibt es denn weitere konkrete Vorschläge von eurer Seite? Daniel, bitte. Nein, kein konkreter Vorschlag für dieses Plenum. Ich würde aber, also nach Beantwortung deiner Frage, gerne nochmal dieses BGE-Thema aufgreifen, was auf der Mailingliste dann diskutiert wurde, weil ich, da möchte ich gerne dann hier irgendwie einen Beschluss oder sowas herbeiführen, dass wir einfach sagen, wir machen das dann und dann. Da gab es ja sehr unterschiedliche Auffassungen zu, die allesamt ihre Berechtigung, glaube ich, haben, aber wir sollten uns absprechen, wie wir es dann tatsächlich machen wollen. Das will ich nur schon mal einschmeißen, damit wir es nicht vergessen. Ende Februar. Gibt es da weitere Wortmeldungen? Michel, bitte. Ja, ich finde, dass bei einem solchen Thema, auch wenn wir uns gefühlt relativ einig sind, dass es zumindest eine große Anzahl an Befürwortern gibt, dass wir natürlich auch politisch hier im Landtag rausarbeiten über Digitalisierungsdividende und Ähnliches, dass wir über dieses Thema reden müssen und dass wir auch einen Antrag bringen müssen, zeigt gerade das Thema BGE in welcher Ausführung auch immer leider natürlich auch eine Schwäche unserer Partei, unserer Beschlussfassung, dass wir mit wenigen Parteitagen, die wir leider in den letzten 2 Jahren dann hatten, nicht immer in der Lage sind, hinter der aktuellen Politik
herzukommen. Wir erinnern uns vielleicht, also alle, die hier sind, tun das auf jeden Fall. Alle Piraten, die hier sind, tun das auf jeden Fall. An die BGE-Diskussion, die wir hatten, die dann am Ende zu diesem schwammigen Beschluss in, ich meine, es war Erfurt, geführt haben, wo es dann ging um Teilhabe, ja, und wir wollen das auch alles und die Ziele, das ist jetzt alles Parteiprogramm, aber wir wollen bloß nicht bedingungsloses Grundeinkommen sagen. Das musste unbedingt raus aus dem Antrag und deswegen konnte kein Antrag angenommen werden, wo Grundeinkommen oder bedingungslos drin stand. Am Ende kam bedingungslose Teilhabe, glaube ich, bei raus. Was fehlt, wäre tatsächlich eine Positionierung des Landesverbandes, wo wir sagen können, wir haben eine große Rückendeckung unserer Partei für einen wirklich umfassenden BGE-Antrag. Was wir, glaube ich, aber machen können als Fraktion ist, aus unserer Arbeit heraus und aus der Position Digitalisierungsdividende heraus eine Forderung zu stellen nach einer, ich nenne es mal, neuen Wirtschaftspolitik, neue Sozialpolitik, sowas. Es wird hier immer als BGE-Antrag auch vor uns hergetragen. Ob das jetzt weiterhin, ob das BGE heißen muss, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir durchaus mit unserer politischen Arbeit, die wir hier gemacht haben und die natürlich auch vom Landesverband gespiegelt wird, nur eben nicht über einen Parteitag und über so einen großen Leitbeschluss oder wie auch immer man ihn nennen mag, dass wir tatsächlich über das Wort BGE stolpern könnten, dass wir dann eher über Arbeit im digitalen Zeitalter oder Sozialpolitik im digitalen Zeitalter oder sonst was reden. Das ist schon so de facto. Ich möchte da nur darauf hinweisen, weil gerade gesagt wurde, die Zusammenarbeit mit der Partei und so weiter und so weiter. Ich sehe da ein paar Stolperfallen, die wir durchaus ausräumen sollten, bevor wir über bedingungsloses Grundeinkommen grundsätzlich hier reden. Joachim, ich übernehme. Danke, ja, entschuldigt erstmal meine Verspätung. Ich hatte ein paar gesundheitliche Probleme. Ich möchte direkt anknüpfen an das, was Michel gesagt hat und noch ergänzen. Michel hat von der Digitalisierungsdividende gesprochen. Das ist auch eher so eine, da wirst du mir sicher zustimmen, Michel, das ist auch eher so eine Seifenblase, denn niemand weiß, wie hoch die Ausfallen tatsächlich ausfallen wird und wie weit es geht. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir beim Thema BGE nicht mehr der politische Pacemaker sind in Deutschland. Da gibt es mittlerweile 3 andere Entwicklungen. Es gibt die Diskussion in der Schweiz und es gibt die Diskussion in Finnland und es gibt den Vorstoß dieses Telekom-Menschen da, der das auch mal so lax einfach in die Debatte geworfen hat. Wir müssen, wenn wir anfangen, das wieder zu debattieren mit der Partei, auch uns ganz deutlich und klar darüber werden, was für ein BGE die Partei befürwortet. Denn momentan zeichnet sich ab, dass das finnische BGE das Ziel hat, bei den Leuten eine größere Akzeptanz für niedrigere Löhne in Anstellungsverhältnissen hervorzurufen. Und das Schweizer, das also eher eine neoliberale Färbung hat und das Schweizer BGE mit den 2500 Frankli tatsächlich sowas wie eine Grundsicherung darstellt. Das heißt, wir müssen auch da anfangen, beim Thema bedingungsloses Grundeinkommen nicht einfach nur so, sondern detailliert Position beziehen. Ich würde da sehr gerne dran mitarbeiten und bin auch textlich diesbezüglich schon unterwegs. Oliver. Ich bin etwas überrascht über die Frage jetzt, ob denn wir überhaupt über BGE sprechen sollen, weil das habe ich in der Diskussion bisher überhaupt nicht wahrgenommen. Steht für mich außer Frage, dass für uns das BGE ganz oben steht und auch so heißt, dass das bedingungsloses Grundeinkommen heißt. Und ich habe jetzt vorsichtshalber nochmal nachgeguckt, welchen Umfang das zum Beispiel im letzten Wahlprogramm für Bundestagswahl 2013 hatte. Also von der Forderung, dass wir eine Enquete-Kommission machen, beziehungsweise dem Versprechen, eine Enquete-Kommission einzusetzen, wenn wir in den Bundestag kommen, bis hin zu langen Ausführungen, was das alles bedeutet, BGE. Ich glaube, wir müssen uns nicht unterhalten über die Frage, ob wir wirklich vom BGE sprechen. So weit müssen wir uns nicht zurücklehnen. Die Diskussion ging jetzt eher darum, weshalb wir uns fragen, wollen wir das zum Januarplenum machen? Wollen wir irgendwie da schnell vorlegen was? Gibt es einen Grund? Gibt es einen Anlass? Ist der Anlass wirklich relevant? Ist der Anlass
so relevant, dass man es jetzt machen muss, oder gibt es andere Punkte, worauf achten? Da gab es die Bundespartei, die eine BGE-Woche vorsah und dies und jenes. Das war ja die Frage. Und da gab es Diskussionen drüber. Meine persönliche Meinung habe ich, glaube ich, schon vor Silvester auf diese Mailingliste geschrieben dazu. Im Wesentlichen hieß, die Fachabgeordneten sollen sagen, was für Pläne sie haben, und dann gucken wir, ob das passt, beziehungsweise sollen sich drum kümmern. Andere Sache war, wir müssen uns nicht an den Telekom-Chef hängen. Vorstandsvorsitzende, ne? Wir haben ganz andere Quellen bzw. Hinweise, wo BGE gerade diskutiert wird, selbst in der schönen Wirtschaftswoche, die wir bekommen, die vielleicht gar nicht auf unserer Linie liegt, da steht auch oft mal was über BGE drin. Insofern müssen wir nicht jemanden, den wir sonst für seine Vorschläge zu Vectoring verteufeln, dann als Anlass nehmen. Aber Anlässe gibt es genug, und jetzt ist höchst nur die Frage, wie steuern wir das intern, wie wollen wir denn intern hier dafür sorgen, dass wir das prominent auf die Plattform heben. Und ein Statement zum Schluss: Wenn wir es prominent auf die Plattform heben, dann heißt das natürlich auch bedingungsloses Grundeinkommen, und dann ist das auch mit aller Kraft darzustellen und sich nicht irgendwie, weil es vor dem letzten Wahlprogramm 2013 Bundestagswahl irgendwo mal eine Diskussion gab, ob man es BGE nennt, ich glaube, das ist lange her, noch zu berücksichtigen. Es gab währenddessen viele andere Entwicklungen, auch innerhalb unserer Partei diesbezüglich, und eine klare Festlegung. Nico. Ja, danke. Danke, Oliver. Ich bin da auch etwas überrascht, dass wir jetzt an dem Wording Kritik üben oder da besonders vorsichtig sein und versuchen, das nicht so zu nennen, obwohl wir es doch eigentlich meinen. Nee, also ich glaube, die Diskussion, die du im Kopf hast, die war nicht in Erfurt, die war 2010 in Chemnitz. Und da sind jetzt fünf Jahre halt drüber hinweggegangen, und da sind wir tatsächlich weiter. Und wir sollten uns jetzt nicht die Chance, die Butter vom Brot nehmen lassen hier, dass andere jetzt sagen, so, wir sind fürs BGE und wir schwurbeln da noch irgendwie mit Tautologien rum und wollen aber das Kind nicht beim Namen benennen. Nee, wir müssen das genau so benennen, wie es gewollt ist und wie wir es ja auch eigentlich besetzt haben. Und jetzt bitte nicht Angst vor der eigenen Courage bekommen und dass es demnächst dann heißt, ja, der Herr Höttges, der ist ja für BGE, ob die Piratenpartei, weiß ich gar nicht so genau. Nee, also wir waren für das BGE, sind für das BGE und werden dafür weiter eintreten, weil das ist die Entwicklung, da geht es hin. Und Joachim, ja, mag sein, dass man das nicht beziffern kann, ja, wie viel das jetzt genau ist, aber die Entwicklung ist klar, und man muss natürlich diese Beträge, die dann vielleicht gezahlt werden, auch immer der Entwicklung anpassen. Ja? Das ist aber genauso wie bei anderen Sozialleistungen, ist wie bei Hartz IV. Und natürlich ist das, sind das auch gewisserweise Lohnsubventionen, was bei Hartz IV übrigens auch so der Fall ist und auch so eingesetzt wird und auch Teil des wirtschaftlichen Erfolges des Modells Deutschland ist, weil es letztlich auch nur eine Lohnsubvention ist, verbunden halt mit einem entsprechend Repressionsmechanismus, der halt, ne, aus wirtschaftlicher Sicht besonders gut funktioniert. Aus menschlicher Sicht funktioniert das halt nicht sehr gut, sondern ist im Gegenteil sehr bedauerlich und sehr unmenschlich, was da passiert. Und das sollten wir doch nach vorne bringen. Die zuständigen Ausschüsse hatten da jetzt 3 Jahre Zeit. Und wenn man sich darüber mokiert, dass das jetzt über den Haushalts- und Finanzausschuss gelaufen ist, dann kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ich denke mal, gut, dass es da läuft, wenn es halt sonst nicht läuft, wo es vielleicht eher hingehört. Aber das müssen dann die entsprechenden Verantwortlichen für sich und dann auch der Basis erklären.
wenn jetzt, ich möchte viel wichtiger, also der Termin ist wichtig, den Daniel angesprochen hat, viel wichtiger ist aber dann die Frage an die Fraktion, wer soll es denn dann tatsächlich machen? Und wer soll das ausarbeiten und dann da auch entsprechend Druck in der Sache entwickeln? Das finde ich halt die spannendere Frage. Und da möchte ich dann auch ein entsprechendes Mandat sehen. Gern an wen dann, ja? Aber dann soll auch bitte die Fraktion klar sagen, möchte sie das BGE nennen oder eher nicht so? Oder möchte sie noch irgendeinen Parteitagsbeschluss abwarten? Weil... Also wenn wir da nicht klare Kante zeigen, habe ich da auch kein Interesse dran, mich da groß weiter einzubringen und weil also entweder ganz oder gar nicht. Daniel. Ja, sehr spannendes Thema. Ich greife das auf, was Nico zuletzt noch gesagt hat. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Kopf für dieses Thema. Das Ganze ist halt nicht ganz so einfach und das Ganze oder dass wir bislang noch keinen Antrag entwickelt haben, können wir eben nicht einem Ausschuss in die Schuhe schieben, denn das Thema BGE betrifft hier einfach mehrere Ausschüsse. Ja, das ist einfach der Punkt. Und da können die einzelnen Fachabgeordneten sich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln, ist egal. Das betrifft mindestens den Ausschuss, da hat Toso natürlich recht, Arbeit, Gesundheit und Soziales. Es betrifft natürlich den Haushalt- und Finanzausschuss. Es betrifft auch sehr intensiv dann zum Beispiel den Ausschuss Familie, Kinder und Jugend. Und an der Stelle rechtfertige ich mich. Wir haben das Thema eingebracht in unseren Ausschuss, nicht in Form eines Antrags, aber es ist in der Enquete-Kommission Thema. Ja, das ist unsere Strategie, die wir in unserem Ausschuss gefahren sind. Ja, das beißt sich aber keinesfalls mit einer Gesamtfraktionsstrategie, um da einen großen Antrag zu machen. Mir persönlich ist es relativ gleich, in welchen dieser Ausschüsse wir das federführend irgendwie geben. Da werden wir uns drauf einigen. Das ist ganz sicher nicht irrelevant, das ist sogar sehr wichtig, ne? wer der Kopf des Ganzen, wer federführend ist. Aber ich glaube, diese Diskussion kann man auflösen. Da müssen wir uns einfach dann mal zusammensetzen, dann gucken wir mal und dann schmeißen wir mal so ein bisschen die Eitelkeiten zur Seite und gucken, wie wir dieses für uns so wahnsinnig wichtige Thema dann irgendwie hier im Landtag voranbringen können. Denn auch hier gilt, wie bei der Verfassungsgeschichte vorhin, so wahnsinnig viel Zeit ist nicht. Ne? Zur Thematik, wie nennen wir das Kind? Das Kind heißt bedingungsloses Grundeinkommen. Und da hilft eben auch nichts, dass Piraten sich hier früher irgendwie gewunden haben, das Ding bedingungsloses Grundeinkommen zu nennen. Da war die Angst, irgendwie zu links zu sein, halt einfach zu groß. Das Perfide daran ist, jetzt sind viele Linke weg und jetzt trauen wir uns, das Ding auch bedingungsloses Grundeinkommen zu nennen. Das mag jeder für sich irgendwie werten, wie er mag. Ist aber egal. Ich glaube, dass dieser Begriff bedingungsloses Grundeinkommen in der Partei niemanden mehr irgendwie erschreckt. Ja? Zu Joachim, das mag sein, dass andere da die Pacemaker sind, auch gerade in Europa, das ist natürlich auch so, sollte uns ja aber nicht hindern. Ne? Das ist für uns aber umso mehr Ansporn. Es wird eben zum Thema BGE hier nicht reichen, so einen Antrag, weiß ich nicht, die Landesregierung möge mal prüfen, was da so möglich ist zu machen. Ja, das ist, den können wir uns schenken, ja, dann, den machen wir dann in der nächsten Wahlperiode oder was auch immer, das bringt nichts, da muss schon was Konkretes sein. Und da ist, glaube ich, der wichtige Ansatz auch für uns, wir müssen uns überhaupt mal verständigen, was wollen wir denn? Wir haben jetzt aber das Problem, so richtig mit der Partei können wir uns da nicht mehr verständigen. Wir müssen das nehmen, was die Partei beschlossen hat, denn wir werden es nicht mehr schaffen, da jetzt zeitnah Parteibeschlüsse herbeizuführen, die eine 100% Grundlage für unser Handeln hier sind. Brauchen wir aber meines Erachtens auch nicht. Ich sehe in den gültigen Parteitagsbeschlüssen genug Grundlage, um hier einen vernünftigen Antrag zu stellen. Und dann stellt sich die weitere Frage, in welche Richtung soll halt eben so ein Antrag gehen? Geht so ein Antrag in Richtung Modellprojekt Nordrhein-Westfalen? Oder geht so ein Antrag in Richtung Bundesratsinitiative? Sind ja zum Beispiel zwei Möglichkeiten, die man,
die man irgendwie gehen kann. Ja? So, zuständige Ausschüsse habe ich gerade gesagt. Terminlich, ich kann damit leben, im Februar was einzureichen. Möchte allerdings hier nochmal erwähnen, Toso hatte angedeutet, dass das Thema BGE ein Punkt sein wird beim Kommunalvernetzungstreffen März, April. Wir können dieses Vernetzungstreffen halt abwarten und uns da nochmal Basisinput auch holen und dann den Antrag machen. Wir müssen uns darüber verständigen. Also ich tendiere im Moment so ein bisschen dazu, diesen Antrag tatsächlich so auf April zu terminieren. Dann haben wir, glaube ich, auch Zeit, aber nicht Zeit, um uns dann erst im März zusammenzusetzen und was auszuarbeiten, sondern jetzt wirklich irgendwie eine Gruppe zu bilden oder meinetwegen einen der bestehenden Kernarbeitskreise zu nehmen, die sich wirklich explizit darum kümmert und einen vernünftigen Antrag zimmert, den wir dann aus meiner Sicht halt eben im April einreichen können. Ich glaube, ich habe fertig. Grumpy. Ich ziehe zurück. Olaf. Wir reden, oder jetzt kam hier ein bisschen die Diskussion auf, es hat sich wohl erledigt mit dem Namen BGE. Ich sage mal so, ein Name ist mir relativ egal, das können wir nennen, wie wir wollen, das Kind. Der Name ist hinterher eine ausschließliche PR-Frage, inwieweit man damit in der Öffentlichkeit ankommt mit dem Namen. Auf den Inhalt kommt es doch eigentlich an. Und da kann ich jetzt ganz klar sagen, damals bei den Sozialpiraten, wir haben zig Modelle uns angeguckt und so, da sind so Modelle bei, auch die schwirren hier im Raum, davon bin ich überzeugt, danach sieht es beschissener hier in Deutschland aus wie jetzt, wenn man die einführen. Weil das ist Neoliberalismus pur. Die gibt es auch, die Modelle. Und deswegen kommt es mir ganz klar darauf an, was für ein Modell oder zumindest in welchem Rahmen wir ein BGE-Modell vertreten. Ja, ich kann steuern, das ist so eine ähnliche Frage, bin ich für Steuern oder gegen Steuern? Es kommt darauf an, wie ich das gestalte. Ja, ich kann jedem so. Und die Frage, nur mal ganz kurz auch zur Historie, das Wort BGE, das hatten mal ein paar Leute für sich gekapert und hatten dann mal eine ganz, ganz feste Definition dran gehangen. Wenn wir uns an diese Definition dranhängen wollen, können wir natürlich machen, aber dann sind wir natürlich sehr, sehr eingeschränkt. Würde ich nicht. Ich würde das Kind erstmal jetzt zumindest arbeitstitelmäßig, plädiere ich auf jeden Fall dafür, das BGE weiter zu nennen. Einfach, weil der Begriff bekannt ist, die Leute kennen den Begriff zum Teil. Auch wenn sie sich oft was Falsches darunter vorstellen, sie haben aber zumindest eine Vorstellung und wissen, irgendwo anzuknüpfen, wenn dazu ein Thema kommt. Sie wissen es ungefähr einzuordnen. Und dann müssen wir uns meiner Meinung nach ganz, ganz klar, weil ich werde bestimmt nicht jedes BGE-Modell für gut beheißen können. Da habe ich mir einfach die Sachen zu sehr angeguckt. Dafür sind da wirklich sehr, sehr große Unterschiede bei. Und das sollten wir auf jeden Fall machen. Und da ist es wichtig, dass wir uns da verständigen, entweder Eckpunkte dazu für uns klar machen, was so ein BGE erfüllen muss, was wir unbedingt von so einem BGE erfüllt haben wollen, was ungefähr die Grundsätze einer Finanzierung eines BGEs sind oder da auch detaillierter reingehen. Ja, aber jetzt einfach nur zu sagen BGE und jetzt fand ich das unheimlich skurril. Wir haben unheimlich über das Wort gespritten und nicht über den Inhalt. Ich kann jetzt hier zig Modelle aufzeigen oder zumindest Modelle aufzeigen, die wären scheiße. Und dann will ich die auch nicht vertreten, egal ob die BGE heißen oder anders heißen. Und da sollten wir hinkommen, über den Inhalt zu reden, nicht über die Bezeichnung oder über den Titel. Ja, danke. Ich wollte erst sagen, jetzt habt ihr mich alle falsch verstanden, aber wenn mich alle falsch verstanden haben, habe ich mich wahrscheinlich eher falsch ausgedrückt. Also mein Fehler, mea culpa. Es geht mir nicht darum, dass wir das Ganze nicht BGE nennen. Es geht mir auch nicht darum, dass wir nochmal groß darüber diskutieren müssen. Auch wenn ich die Historie anders sehe, mit eben genau dem Beschluss, dass wir nicht uns für BGE ausgesprochen haben in Bochum, sondern für eine Enquete-Kommission, die wieder über das BGE diskutiert, bla bla bla. Ich bin extremer dafür. Ist mir egal. Ist mir Quark egal. Ich bin totaler Befürworter des Ganzen. Ja. Tatsächlich, wenn man so extrem sagen will, scheiß auf Beschlüsse. Wir sind inzwischen weiter. Wir sind inzwischen auch in der Diskussion innerparteilich weiter. Da habt ihr alle recht. Das wurde ja auch gerade alles gesagt, muss ich auch nicht wiederholen. Die Frage ist nicht mehr, wie wir das Kind nennen. Wir sollten das auch so nennen. Das, was ich sagen wollte, ist, wir brauchen den Input oder wir können uns nicht mehr den Input über Parteitag oder sonst was holen. Der Daniel hat gerade gesagt, dass Toso schon darauf hingewiesen hat, dass man ja die Möglichkeit hätte, das über die entsprechenden Vernetzungstreffen zu machen. Von daher ist das ein bisschen Plädoyer für einen späteren Zeitpunkt, also dass wir nicht jetzt
dass wir jetzt nicht den Aufschlag machen. Sollten wir uns allerdings dafür entscheiden, würde ich auch dahinter stehen. Denn wir haben in der Fraktion, wir dürfen in der Fraktion auch durchaus eine eigene Meinung haben und wir dürfen auch durchaus einen Fraktionsantrag hier im Landtag stellen, wo wir 18 uns einig sind, das ist unser Ding und wir fordern jetzt hier BGE aufgrund von ABCDE. Natürlich wäre es schöner, wenn wir eine größere Positionierung hätten. Natürlich wäre es schöner, wenn wir eine größere Basis hätten. Ob das nun ein Parteitag ist, ob das nun so ein Vernetzungstreffen ist. Ich plädiere einfach dafür, dass wir da noch Leute mit ins Boot holen, dass wir uns über so ein Vernetzungstreffen oder vielleicht sogar noch eine Veranstaltung zu dem Thema machen, eine Fraktionsveranstaltung zu dem Thema machen, wo wir Leute einladen, solche Sachen. Ich glaube, das ist eins der größten, wenn nicht das sozialpolitische Thema in den nächsten Jahren. Und wir sind, und da möchte ich dem Joachim widersprechen, wir sind weiterhin die Pacemaker bei dem Ganzen, denn wir sind die Einzigen, die sich ohne irgendeinen Vorbehalt dafür ausgesprochen haben. Und das sollten wir auch weiterhin nach vorne stellen und da sollten wir auch politisch den Schritt nach vorne machen, bis spätestens, sagen wir so, Mitte diesen Jahres diesen Antrag zu stellen. Ja, bitte, wir sollten das BGE nennen. Ja, wir sollten auch mutig sein und das zur Not als Fraktion einfach rausbringen. Aber eben Plädoyer, ja, wir sollten diese Zusammenarbeit suchen, so viel und so häufig, wie wir noch können, damit wir die Basis möglichst breit machen. Ich habe jetzt noch eine Wortmeldung. Ich wollte kurz daran erinnern, dass das der Tagesordnungspunkt Vorbereitung für das nächste Plenum ist. Also überlegt euch auch im Hinblick darauf, dass wir vielleicht anderthalb Stunden nicht öffentlichen Teil in Summe haben, ob das jetzt noch was Sinnvolles zum Tagesordnungspunkt ist. Dietmar. Vielen Dank. Dann würde ich das Thema jetzt an dem Tagesordnungspunkt an der Stelle fast schließen. Aber der. Ja. Haben wir noch eine Abstimmung? Wir haben jetzt halt längere Zeit darüber diskutiert. Und damit diese Zeit jetzt nicht ganz umsonst war, sollten wir uns auf eine weitere Verfahrensweise verständigen. Mein Vorschlag wäre, die Erarbeitung dieses Antrags BGE in einen der Kernarbeitskreise zu packen, vermutlich in den Kernarbeitskreis Aktuelles, wenn einem jetzt nicht irgendwie was Besseres einfällt. Mit dem Ziel wäre mein Vorschlag, im April-Plenum einen Antrag einreichen zu können. Ich habe jetzt April-Plenum nicht genau auf dem Schirm, wann das ist. Also man müsste da vielleicht noch mal gucken, ob das mit dem Kommunalvernetzungstreffen passt, wenn da noch Input kommt, dass wir es in den Antrag einbauen könnten. Das wäre mir einfach wichtig. Alle weiteren Fragen, also Olaf hat natürlich vorhin den entscheidenden Punkt gebracht, die Frage wird ja sein, was wollen wir da überhaupt, ne, für ein BGE irgendwie haben. Aber diese Diskussion würde ich gerne in diesem Kernarbeitskreis dann eben führen. Und ich würde mich freuen, wenn wir das so diese Verfahrensweise uns über diese Verfahrensweise verständigen können. Redebeitrag hier jetzt nochmal zur Verfahrensweise, also bitte nicht mehr zum Inhalt von BGE. Okay, Frank, du hattest dich auch gemeldet? Nee, nicht mehr, dann Grumpy. Gut, dann Grumpy. Genau, jetzt hatte Daniel ja sozusagen Formulierungsaufschlag gemacht. Ich würde es vielleicht gerade noch nicht konkret an das Datum knüpfen. Denn ich würde ganz einfach sagen, dass wir Beschluss 1 jetzt fassen könnten nach dem Motto, wir beschäftigen uns jetzt damit über alle Ebenen. Bilden eine Arbeitsgruppe, wie auch immer. Also nach dem Motto, wir finden uns jetzt zusammen und machen da was mit. Deswegen Punkt 1 nach dem Motto als Go. Klar kann man sowieso immer, aber jetzt offiziell als Go. Und im zweiten Ansatz, nach einem Treffen zum Beispiel nächste Woche, würde ich für nächste Woche, da wo wir ja auch überlegen, wir wollen ja politisch auch Debatten setzen, dass wir dann uns über einzelne Inhalte und Terminlichkeiten unterhalten. Könntest du damit leben? Also wir machen hier jetzt das Go, auch für die KACs nächste Woche. Und dann nächste Woche Dienstag beschließen wir ein Zeitfenster? Ja, Mann, ich scheiß auf Beschluss. Ich will, dass wir eine Verfahrensweise genau haben, wie wir weiter vorgehen. Ich kann damit Grumpys Vorschlag kann ich gut leben. Ich möchte nur nicht, dass wir jetzt einfach mal irgendwas machen im genau Kleinarbeitskreis. Genau. Und irgendwann kommt jemand auf die Idee, ach, wir wollten auch noch einen Antrag dazu schreiben. Deswegen, das wäre Käse. Genau, richtig. Dann verbocken wir das. Also die Verfahrensweise, die Grumpy gerade beschrieben hat, finde ich... Ordnung, können wir so machen.
Das ist ein Ball, den wir dann halt wirklich kontinuierlich auch spielen können und müssen. Gut, können wir das jetzt in einem Satz, ist klar, in welchen Kernarbeitskreis es kommt, dass wir hier eine schriftliche Beschlussvorlage haben, dass wir die abstimmen können, bitte. Ich formuliere da jetzt einen Satz draus. Ich ziehe mir dafür dann sogar gerne die Kappe auf organisatorisch, genau für dieses Thema, nach dem Motto, die Piratenfraktion NRW verfolgt bis zum nächstmöglichen Zeitpunkt alle Möglichkeiten zum Themenbereich eines bedingungslosen Grundeinkommens. Was? Das ist blablablub. Also irgendwo wird bis zum nächstmöglichen Zeitpunkt irgendwas gemacht. Ich hatte mir jetzt so vorgestellt, beschäftigen sich ab dem nächsten Kernarbeitskreis, und zwar bei Benennung des Kernarbeitskreises, mit dem Thema BGE. Oh, genau. Ja? Gut. Welcher KK ist es jetzt, der aktuelle, oder? Menschenrechte haben wir auch, ne? Demokratie und Menschenrechte. Also, der Kernarbeitskreis Demokratie und Menschenrechte beschäftigt sich ab dem nächsten Sitzungstermin mit dem Thema BGE. Jetzt haben wir da einen abgebrochenen Satz. Die Piratenfraktion verfolgt bis zum nächsten möglichen Zeitpunkt? Nee. Also, der Kernarbeitskreis, ihr hattet euch jetzt auf Aktuelles da hinten geeinigt, richtig? Nicht auf Dings. Also, der Kernarbeitskreis Aktuelles beschäftigt sich ab seinem nächsten Termin mit dem Thema BGE. Die Piratenfraktion beauftragt den Kernarbeitskreis. Nee, das machen wir mit der Beschlussvorlage. Der Kernarbeitskreis Aktuelles beschäftigt sich ab seinem nächsten Termin mit dem Thema BGE. So, jetzt haben wir eine schriftliche Beschlussvorlage. Dann können wir die jetzt bitte abstimmen. Wer ist dafür, dass wir den KAK so beauftragen, den bitte ich um das Handzeichen. Was ist das Problem? Warum hast du da nichts gesagt? Melde dich doch. Wer will? Na super. Könnt ihr die Hände noch mal hochhalten? Die Verbindung war gerade unterbrochen. Glaube ich, Olaf hatte sich auch gewöhnt. War einstimmig, oder? Kann das sein? Das war einstimmig. Entschuldigung, Adelina. Dann beenden wir mit dieser positiven Abstimmung den Top und wir kommen zu Top 8. Sonstiges? Was? Ja, das ist mal eine Meldung von. Ich weiß nicht, ob das jetzt durch aktuelle Ereignisse natürlich nicht überholt. Das würde jetzt aber sonstiges passen. Was ist denn da draußen passiert? Nee, das war jetzt der Antrag, aber egal. Wir haben das nur noch nicht gewählt. Okay. Nee, zum letzten, das war abgeschlossen, das Thema. Wir waren jetzt bei Vorbereitung des nächsten Plenums. Dazu wollte ich eigentlich nur sagen, dass wir jetzt nochmal abstimmen müssen, neben allen.
Es war, genau, das meinte ich jetzt gerade. Wir haben das jetzt gerade raus, aber gestern war eine Referentenrunde. Es gibt gar keine Sondersitzung, es ist doch hoffentlich erst mal Pause, oder? Nach Reglement, ja. Hartmut warf gerade ein, dass aus der Referentenrunde gestern ein paar Themen generiert wurden. Also Grampi ist ja jetzt nicht da, aber, es sind ein paar, Hinweise genannt worden. Vielleicht, Christopher, kannst du mir da helfen? Gestern in der Referentenrunde, das war zum Beispiel die Plattform Bürgerliches Engagement, Quecksilber, Lobbyregister. Es sind also ein paar Stichworte gefallen, die eventuell antragsmäßig kommen. Aber das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Aber Grampi ist jetzt gerade draußen. Ja, ich denke auch... Danke, Michel. Das wollte ich nämlich vorschlagen. Top 8, gibt es jetzt Sonstiges? Gibt es da was? Das ist... Ich hatte angeregt, halt über die Sitzung gestern auch im öffentlichen Teil was zu erzählen, aber wahrscheinlich lassen wir das. Das lassen wir. Ja. Gut, dann beende ich jetzt den öffentlichen Teil der Fraktionssitzung, sage Tschüss zum Stream und wir machen jetzt Pause bis 12.01 Uhr.